So, hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich war jetzt einige Zeit wieder mal nicht aktiv. Und ja, ich habe mich dazu entschieden, weil ich jetzt gerade wieder ein neues Spiel angefangen habe. Und zwar, wie ihr schon seht, von EA Sports UFC. Habe ich. Ja, starten wir mal rein. Jedenfalls habe ich jetzt angefangen und ich muss sagen, mir hat das auf Anfang relativ gut gefallen. Weil man auch ein bisschen was machen muss. Es ist nicht so nur irgendwie mehr oder weniger Aufbauspiel, wie es viele gibt oder bei anderen Sportspielen, dass es viele so machen, auf dass du in Anführungsstrichen Ausrüstung für Sachen sammeln musst und dann, oder wie soll man sagen, dass man dann mehr oder weniger mit dem Sportler nicht, also dass man selbst nicht so richtig ins Geschehen eingreifen kann sozusagen. Ist mir öfters mal bei mehreren aufgefallen, wenn ihr ein cooles Spiel habt, wo man auch so mehr jetzt auf dieses System, sage ich mal, das abgeht, könnt ihr das mal gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten zeige ich euch jetzt einfach mal von meiner Kampagne bisher gerade sozusagen die Einführung, was müsst ihr im Spiel machen. Und das ist erstmal der Bildschirm der Kampagne, ganz normal, so geht's los. Das ist mein Schwergewichtskämpfer in der UFC. Du kannst immer Gewinne abholen. Über Nacht sind das dann auch mal ein paar mehr 100, ansonsten so sind es mal 100 Euro oder was in dem Spiel. Halt mich schon gefragt. Genau, jetzt will ich hier von ihm den Gewinn abholen. Den 100 und hier. Ebenfalls 103, schon mal alles das gleiche. Genau. So, dann kann man hier unten auf den Pfeil, da kann man Nachrichten checken. Momentan ist bei mir da nicht viel, ich weiß nicht, ob da noch mehr kommt. Ansonsten war nur so Facebook, war das erste Teil eingeloggt und sowas. Man kann auf den Shop. Dort kannst du die hier oben, diese silberne Coin-Währung sozusagen, die bekommst du gut. Die ist, wie gesagt, leicht bekömmlich in dem Sinne. Die kriegst du überall immer, bei jedem Kämpfen. Und da kannst du dir Trainingspacks holen. Ich hole da nachher eins, wenn wir mal gekämpft haben. Und da kriegt man dann sozusagen diese Ausrüstung, also die Trainingsausrüstung. Sonst kann man sich Kämpfer kaufen, das ist natürlich alles hier Gold, also das Special-Geld. Und Energie kann man kaufen. Das mit Energieablauf weiß ich nicht genau. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand verliert, dass man dann Energie verliert. Weil bisher ist es mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht direkt aufgefallen, dass ich bei Kämpfen Energie verloren habe. Aber da können wir selbst mal drauf achten. Ich habe noch keinen 30 nacheinander gemacht. Das kann natürlich auch der Grund sein. Gut. Hier natürlich dann noch ganz normal Einstellungen drum und dran. Duell, wie ihr seht, wird freigeschaltet, wenn ich andere Sachen erledigt habe. Und dann muss ich jetzt noch 3 und 5 Tage spielen. Hier sind im zweiten Tag, ich habe es gestern angefangen. Genau, dann hier oben die Goldwerfen, die sogar Gold habe ich übrigens irgendwo herbekommen, ich weiß nicht, ob vom einen Tag einlaufen oder Facebook verbinden oder sowas. Genau. Dann wir starten jetzt einfach mal in den Kampf. Ihr seht, ich bin unterlegen, das müsst ihr euch aber keine Sorgen in dem Sinne machen, weil ihr bekommt, also ihr, wenn ihr relativ ordentlich spielt, ich hoffe, ich verkacke es nicht im Vorführungsbeispiel, aber wenn ihr relativ ordentlich spielt, dann könnt ihr auch stärkere Gegner schlagen. Ich hatte es einmal, wo ich jetzt die letzten, in Anführungsstrichen Boss, also nächsten 10er wieder besiegt hatte. Alle 10 kommen so ein bisschen stärkere Gegner, da gibt es eine Belohnungsbox und beim letzten, der hatte 1200 noch was. Ich bin nur ein bisschen schwächer als der jetzt und da hatte ich aber noch 700 Punkte oder so. Also, wie gesagt, das ist, wenn ihr 300-400 Punkte Gegner stärker ist, geht das theoretisch immer noch. Auch wenn ihr, wie ihr seht, in allem unterlegen seid. Genau, wir starten jetzt einfach mal den Kampf. Vor dem Kampf kommt dieses Feld. Dort könnt ihr trainieren. Also das sind die Aktionen, das sind so, das nennt sich die Striker-Aktion, der Power-Uppercut, der Superman-Punch, das erinnert mich natürlich wieder an WWE, der Roman Reigns, der WWE guckt, versteht's. Dann gibt es den Hook auf den Körper, den Overhead-Hook, also wie man schon sieht, einmal ein Stück drüber und die Power-Gerade.
ist momentan sehr viel der Power Uppercut. Die Power gerade ist momentan der letzte Striker. Boden. Für Bodenaktion müssen wir den Gegner auf den Boden bringen, und zwar mit Hilfe eines Takedowns. Das ist jetzt der Double Leg Takedown. Ganz mal so ein Bein angehoben, runtergezogen. Dann habt ihr sozusagen in Anführungsstrichen Striker-Aktion auf dem Boden. Der sich sehr viel Schaden machen, das ist der Bodenhammer. Und dann gibt es noch den Boden-Elbow, also einfach Schlag und Ellbogen. Und dann gibt es hier den Inverted Triangle. Also, könnt ihr ja mal sehen, falls ich es die nächsten Zeiten hinkriege. Das ist ein Aufgabegriff, also ein Submission-Move. Den könnt ihr, wenn der Gegner relativ an der Grenze ist, wie ihr seht hier, der macht, wenn ihr ordentlich draufhaut auf den Schadensbuzzer, seht ihr dann alles gleich, bis zu 900 Schaden, also wenn der Gegner unter 900 hat, dann könnt ihr mit dem den Gegner auch ein ganzes Stück niederhauen. So, dann würde ich sagen, wir treten einfach mal an, wir kämpfen, damit ihr schon mal den Kampf seht, wie das Ganze funktioniert. So, eine kleine Erklärung. So, nachdem sie abgeboxt haben, beginnt der Kampf. Ich halte mir beide Finger auf den Bildschirm, damit blocke ich. Wenn ich einfach nach hinten ziehe, so, also nach links wische sozusagen, dann weiche ich aus. Wenn ich nach vorne wische, mache ich die Rabenschläge. Wenn ich schräg nach oben wische, auf der rechten Seite mache ich so Haken. Wenn du einfach auf den Bildschirm tippst, machst du so kleine Boxschläge, wie ihr seht hier drüben. Dann bekommt ihr schon spezielle Aktion, die Striker Action. So, jetzt. Dann müsst ihr in diesen blauen, der so Helper und Feld kommt. Dann könnt ihr den Double Leg Takedown machen, auf den Gegner unten einschlagen. So, jetzt versucht er sich zu befreien. Dann müsst ihr hier drüben in den grünen Kreis so schnell wie möglich drücken. Und ich provoziere das Ganze jetzt natürlich ein bisschen. So 2-3 Mal kriegt man das mit gut und gerne immer hin. Und dann jetzt tun wir schon mal versuchen, den Aufgabegriff anzusetzen. Wir sehen das jetzt jetzt an. Was ihn ein, dann müsst ihr hier unten so schnell wie es geht auf die Schadensleiste drücken. Ihr seht, er macht immer 30 Punkte Schaden, bis ihr bei 900 angekommen seid. Oder ca. 900. Und dann bekommt das der Gegner. Der allerdings, wenn ihr euch zu viel Zeit lasst, auch teilweise noch wieder regenerieren kann. Der rote Bereich gilt immer als regulierbar. Und jetzt habt ihr gesehen, ich glaube, das war eine Power-Gerade. Ihr müsst halt immer die News von mir kommen. Ich hätte auch noch einen Double Leg Takedown und hab natürlich jetzt eigentlich mal als nächstes mit einsetzen wollen, aber dann ging die Schlagserie jetzt gut durch. Und da habe ich das natürlich nicht gemacht, weil ich dann EKO gekriegt habe. Aber wie ihr hier seht, da kriegt dann immer das Geld für jeweils, was ihr gekriegt habt. Das heißt, mit 40%, mindestens 40% Gesundheit gewonnen, das sind nur 2 Sterne. Und wenn du mit mindestens 80 gewinnst, bekommst du 3 Sterne. Dafür gibt es immer eine Belohnung. Bei 80% gibt es 700 Silbercoins und bei 40% 450. Dann bekommt ihr für die Striker-Aktion oder Takedown-Aktion oder Submissions dann noch einzelne Coins, Silbercoins und für den K.O.-Sieg extra. Wie ihr seht, der Gegner hat jetzt 200 Punkte gleich mehr als ich und mit halbwegs anständigem Kampfverhalten kann man den dann problemlos eigentlich schlagen, aber halt keine 3 Sterne. Also gut, bei dem Boss hier, wie gesagt, wo der durchaus 700 hat und er hat hier 1-2, habe ich zufällig 3 Sterne wieder erreicht, weil ich recht gut gekämpft habe, aber wie ihr seht in der Kampagne, wo ich noch recht auflaufen war, der hatte 1-2, und gut, er hat auch 1-2, aber da habe ich zum Beispiel nur einen, da war ich ganz knapp davor bei der 39. Verlieren. Ja, wir sehen jetzt ganz hängt mal bei 1 an. Und das arbeitet sich da natürlich in der Schwierigkeit nach oben. Gegner auf der 1 zum Beispiel hatte 131 Punkte, also das ist dann natürlich noch nicht so viel. Ja, was kann man noch machen? Drücken wir nochmal drauf. Warum will er nicht jetzt? Kämpfersammlung kommt man nun in die Sammlung sozusagen. Training werden diese Trainingsbuttons wieder, was man im nächsten Menü eh kriegt. Gewinn abholen war ja natürlich ganz normal. Wie viel gibt es noch? Ein bisschen so Schnellkampf könnt ihr machen. Da kann man einen Gegner bekommen. Da kann man jetzt einfach unabhängig der Kampagne ein paar
Kämpfe machen, sozusagen, um Geld zu bekommen. Suchen wir mal einen raus, der auf gleicher Stufe ist. Dann präsentieren wir es mal. Wobei ich jetzt sagen muss, der war gleiche Stufe und trotzdem, wie ihr seht, ist er mir bis auf im Stand, da bin ich 2 Punkte besser, ansonsten ist er mir jeweils 100 Punkte überlegen, teilweise 200. Oder knapp 200. Oh, das war sogar der jetzt hier, also muss ich mal schauen, wie der Name steht. Ja. Rash Steven. Das war sogar der, der mir, wie gesagt, hier bei Level 39 mich so weit gebracht hat, dass ich gerade mal einen Stern erzielt habe. Ich meine, klar, gut, wie gesagt, er war halt auch von der Kampagne her und war noch ein Stück stärker. Wie ihr seht, wenn ich ein paar ordentliche Moves mache, laden sich sehr schnell Striker Spezialattacken auf, und wenn er die dann halbwegs ordentlich durchbekommt, wie ihr seht, dann ist so ein Match auch relativ schnell zu Ende. Dann ist das eine Sache von keiner Minute, und ihr seht hier, da gibt es nur 100 für den normalen Kämpfer und dann ganz normal wieder das, was ihr eingesetzt habt. Ja, wir wollten ja hier in dem Einführungsvideo sozusagen noch eine Box öffnen mit Trainingskarten, damit ihr seht, wie das aussieht. Deswegen werden wir in der Kampagne jetzt noch ein Stück weitermachen. Wenn ich jetzt einen guten Sieg schaffe, müsste ich auf 2000 Coins kommen, da können wir jetzt schon eine Box öffnen. Nein, das soll natürlich eine Einführung sein in das Spiel und nicht gleich ein halbes Kampagnen-Durchspielding. So, jetzt hat er mich abgeblockt, da muss ich erstmal wieder zurückgehen. Aber schnell einen Superman Punch durchgezogen und dann noch ein paar kleine Schläge hinhergesetzt. Und jetzt sehe ich, wenn den Gegner einmal auf den Zurückweichen hat und haut ordentlich drauf in verschiedenen Kombinationen, nicht immer das gleiche, dann kann ich hier schnell blocken und dann können dann teilweise eine Striker-Aktion so schnell runterkriegen, dass die Magic schnell gewonnen werden. Genau, wir jetzt hier 3 Sterne, da bekomme ich die volle Prämie und das bringt mir natürlich jetzt auch auf genug, dass wir eine, also im Shop, eine Box kaufen können. Dann werden wir doch mal sehen. Zack. Da bekommt ihr jetzt für diese Aktion XPs. Da gibt es wieder kleine Besonderheiten, die zeige ich euch jetzt, wenn wir die einsetzen. Das Autotrainings. Das ist mir ja nicht so richtig. Ob der dann was einsetzt oder ob der Autotrainings machen will. Wahrscheinlich, wenn es Aktionen gibt, die ihr schon hier dabei habt. Genau, wie ihr jetzt seht, wir haben hier einen Jumping Roundhouse Kick und einen Power Hook. XPs, wir haben hier eine Power Gerade, wir haben Overhead Hook, wir haben Hook Körper, Superman Punch, Power Uppercut. Wenn das jetzt zum Beispiel die Power Hook, wenn das ist hier, also hier Hook Körper, ein Power Hook wäre, dann würde diese in dieser Wertigkeit, glaube ich, mal 15, also mal 5 XP, 18 XP mal 5 dann sozusagen. Und wenn ich sie jetzt so hinzufüge, wie ihr seht, bekommen die hier 30 XP, 18 XP. Dann wird das hier aufgewertet. Ja, und gleichzeitig steigt dann, wie man hier oben sieht, dann auch ein Stück meine Stufe vom Kämpfer und seine Punkte. Das machen wir jetzt mal, wenn er es anwendet, jeder. Das haben sie wieder ein Stück besser. Die Aktion bekommt dann mehr Schaden. Ich weiß auch gar nicht, gehen wir mal, die sind nach oben hin auch relativ weit trainierbar. Ja, dann natürlich hier für Bodenaktion haben wir jetzt keinen Krieg. Und hier haben wir dann XP-Sicht für andere Aufgabegriffe. Wie zum Beispiel ein Armbar, wie ich sehe, ja. Und weiß ich nicht aussprechen kann, ne? Ja. Einmal drauf und werden doch mal ein Stück auf. Stufe kann man leider nicht erhöhen, aber ein bisschen mehr Schaden macht er. Und ja. Ja, das hier hat ein bisschen
Hier war der Schaden hier relativ weit bei manchen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich dann irgendwann aufhört, trainiert werden zu können, aber. Ja. Gut. Da hätten wir das Training hinter uns. Zum Packshop zurück und wieder auf die Kampagnenkarte. Ich glaube, die Energie hat nicht abgenommen. Ja, warum wir jetzt. Wann Energie verloren geht, weiß ich nicht genau, aber. Das wird man dann schon sehen. Gut, ich würde sagen, ich hoffe, das war erstmal eine kleine Einführung. Und dann werde ich mal schauen, entweder machen wir jetzt als nächstes dann im Anschluss nochmal den Kampagnenweg bis 50. Oder ich mache so, dass man jetzt erstmal von unten her anfangen. Das heißt auch für alle, die Gegner, die sie drauf sind, was sehen wollen, von 1 bis 10 oder vielleicht auch irgendwo dann mal hängen bleiben, was ich mir schwer vorstellen kann, aber wenn es vielleicht so ist, machen wir dann vielleicht erstmal jetzt die Kampagne durch, jeweils in 10er Schritten oder beziehungsweise bis zu den Boxen jeweils, so bis zu den in Anführungsstrichen Bossgegnern, das wären hier 12, 20, 30, 40, das könnte man auch machen. Genau, dann werde ich sehen, wie wir es als nächstes machen. Sag schon mal danke dafür, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben da und kommentiert, was euch gefallen hat, beziehungsweise was euch gefallen wird, was ich als nächstes mal zocken soll. Oder wenn ihr hierzu Fragen habt, die ich eventuell beantworten kann, würde ich das natürlich auch sehr gerne tun. Damit würde ich mich gerne verabschieden und sagen, ciao, bis zum nächsten Video.